Kamera läuft. Okay, wir sind ready. Ja. Ja. Hallo, ich bin Lisa. Und ich bin Tanita. Es kann passieren, dass ich eine E-Mail weiterleite, in der unten vertrauliche Informationen stehen und ich habe das übersehen. Kann das mir mit Microsoft Teams auch passieren? Das kann dir mit Microsoft Teams nicht passieren. Bei Microsoft Teams würdest du an sich keine Nachricht weiterleiten, sondern du generierst nur einen Link zu einer bestehenden Konversation. Ich zeig dir das einfach mal. Okay. Wenn wir hier zu dem Post gehen, den du heute Morgen publiziert hattest, auf den drei Punkten hier, kann ich den Link kopieren. Der ist dann in meiner Zwischenablage. Und dann gehe ich einfach in den 1:1-Chat und poste dir das hier rein. Dann klicke ich noch auf Senden. Und wenn wir auf den Link klicken, führt er uns direkt zu dieser Konversation, die du heute Morgen publiziert hattest. Super, das heißt, Informationen bleiben in dem Personenkreis, für den sie bestimmt sind und ich kann diesen Link auch nur öffnen, wenn ich die entsprechenden Berechtigungen dafür habe. Genau. Cool.